So, hallo alle zusammen. Wir haben eine Übung neu heute mit dabei. Der Matze ist heute auch da. Wir spielen das ganze Thema jetzt ein bisschen durch. Wir starten mit einem Ziehen-Elastiko, machen eine Sohlenwende, einen weiten Fußwechsel und ein Ziehen zurück in die Ausgangsposition, sodass wir von der anderen Seite wieder starten. Also, Sohle zieht, Elastiko zieht den Ball rüber, legt den Ball rüber, wir lassen den Ball laufen, machen einen weiten Fußwechsel und ein Ziehen zurück in die Ausgangsposition. Stoppen den Ball, ziehen ihn wieder her und gehen wieder in den Elastiko rein. Sohlenwende, Fußwechsel und ein Ziehen zurück. Hopp, Elastiko, Sohlenwende, weiter Fußwechsel und ein Ziehen zurück. Sohle zieht, Elastiko, rechts die Sohle, Fußwechsel weit und ein Ziehen zurück in die Mitte rein. Okay. Ja, ich würde sagen, der Matze startet und legt los. Matze denkt an den weiten Fußwechsel nach der Sohlenwende. Sohlenwende, weit rumspringen und mit einem Ziehen zurück in die Mitte legen. Ja. Ziehen, Elastiko, Sohlenwende, Fußwechsel weit und ein Ziehen zurück in die Mitte rein. Und immer schauen, dass wir mit dem Ziehen zurück den Ball wirklich zwischen diese zwei Hütchen legen, ins Hütchentor rein und dann mit dem Körper entsprechend mischen. Elastiko, Sohle weit, Kopf, Fußwechsel und ein Ziehen zurück. Ja, wunderbar. Ein Durchgang nach der Matze noch. Elastiko, Ziehen, weit und ein Ziehen zurück. Gut, super. Elastiko. Ganz wichtig, die Übung ist jetzt für den Rechtsfuß ausgelegt. Für den Linksfuß wäre das Ganze in die andere Richtung. Bitte nicht den gleichen Ablauf machen wie der Rechtsfuß, sondern alles gespiegelt machen. Fußwechsel rechts, links weit, ein Ziehen zurück in die Mitte rein und wieder die Sohle ziehen. Elastiko links, Sohlenwende links, ein Fußwechsel rechts, links, ein Ziehen zurück ins Zentrum. Und dann starten wir wieder von neu. Genau. So, dass wir einen schönen Kreislauf haben. Auch diese Übung nach einem langsamen Übungsdurchgang, dann eben selbstständig auf Zeit machen. 1,5 Minuten dürfen wir wunderbar reichen und das gerne auch in 3 Sätzen. So, gut, Variante. Wer jetzt mit dem Ziel, dass wir rechts rauskommen, links eben die Sohlenwende machen, dazu variieren wir den Trick am Start. Und zwar machen wir ein Ziehen Tipptapp und kommen dann auf den linken Fuß raus, beziehungsweise auf den rechten, sodass wir links die Sohlenwende machen können. Wir ziehen den Ball, legen den Ball mit der Innenseite rüber und wandern mit der Sohlenwende raus. Haben hier wieder den Fußwechsel, wieder einen Fußwechsel rein, linker Fuß rein, hopp, hopp, rüber. Sohle legt den Ball, Fußwechsel weit, Fußwechsel kurz in die Mitte. Wieder ziehen, hopp, tipptapp, rüber, Sohle rüber, Fußwechsel ausgelegt, Fußwechsel ab in die Mitte, Sohle hopp, hopp, rüber, Sohlenwende, Fußwechsel weit, Fußwechsel leicht und unsere linke Sohle kann dann wieder starten. Ja. So, ich hoffe, du kriegst ein bisschen geschmeidiger hin, Matze. Viel Spaß. Hoppala. Fußwechsel, Sohle, Tipp, Tap, Sohle, Fußwechsel weit, Fußwechsel kürzer, Sohle, Tipp, Tap, sehr schön, Sohlenwende, Fußwechsel weit, Fußwechsel kürzer, super, Tipp, Tap, einmal, zweimal, dreimal, sehr schön, Matze. Jetzt hätte ich nur eine Bitte, Matze, kannst du einmal den Tipp, Tap nochmal zeigen, vielleicht ein bisschen langsam, dass die Leute am Bildschirm auch noch was sehen, genau. Wir schieben den Ball quasi mit der Innenseite rüber, hüpfen leicht und nehmen ihn mit der anderen Innenseite wieder weg. Kann man sich als Idee so ein bisschen merken, der Ball rollt ja rückwärts. Und jetzt schiebe ich den Ball quasi wieder nach vorne, springe und mache ihn mit der Innenseite zur Seite. Der Trick ist ja im Spiel auch eigentlich dafür da, wenn ich stehe, dann nehme ich ja oft so Sohlentricks und so. So, Problem ist aber jetzt, wenn ich in die Richtung will, der Marco greift mich von vorne an, dass ich mit einem Sohlentrick ja nicht nach da vorne komme, sondern ich komme mit Ziehen zurück nach da, mit Ziehen Fußwechsel nach da. Wir ziehen vor dem, das macht keinen Sinn. So, wenn er mich anläuft, dann ist es quasi wegschieben, hopp, und einfach reinspringen in den Ball, sodass ich nach vorne wegkomme. Also es ist quasi eine Möglichkeit, aus einem relativ liegenden Ball, beziehungsweise auch, jetzt simulieren wir ja einen langsamen Pass. Also ich kriege einen langsamen Ball angespielt, werde unter Druck gesetzt, hopp, hopp, und lasse den Spieler einfach mit Seite vorwärts quasi ins Leere laufen. So, und deswegen versucht ihr euch selber, langsam rein, schieben Innenseite, Sohle, den Winkel machen wir da jetzt in erster Linie auch rein, dass wir einen flüssigen Durchlauf hinbekommen. Und dann soll es eigentlich passen. Sehr schön. So, zweite Variante kombiniert jetzt die ersten zwei Durchgänge. Heißt
ziehen Elastik hoch und ziehen Tipptopp. Ich starte jetzt direkt. Wir machen linke Sohle drauf, Elastiko rechter Fuß, Sohlenwende rechts, Fußwechsel weit, ziehen zurück in die Ausgangsposition. Ball gut. Und jetzt auf der anderen Seite machen wir Hip 1, 2, Ball rüber, links die Sohlenwende, Fußwechsel weit und ein Fußwechsel kurz. Sohle zieht, Elastiko legt wieder los, Sohlenwende, Fußwechsel weit, ziehen zurück ins Zentrum rein und dann gehen wir wieder von vorne los. Ziehen, Tipp, Tapp. Auf geht's, Matze. Hoppala, hopp. 1, 2, Sohlenwende, Fußwechsel weit, ziehen zurück. Genau, kurz stoppen, Tipp, Tapp, hopp, hopp. Sohle, Fußwechsel weit, Fußwechsel kurz und wieder ziehen. Elastiko, Sohlenwende, sehr schön. Fußwechsel weit, ziehen zurück ins Zentrum. Gut. Ganz schlecht. Weit, kurz, ziehen, Elastiko. Sehr schön, Matze. Machst noch einen Durchgang. Sensationell. Ziehen, tap, tap, tip, tap. Und Ausgangsposition. Sehr schön, super. Viel Spaß bei der Übung. Auch diese Übung wieder 1,5 Minuten machen, 3 Sätze machen. Dann habt ihr sehr, sehr viel zu tun und Spaß machen.